Herzlich willkommen am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin. Ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin und ich zeige Ihnen heute, was unser Institut hier in Aachen alles so zu bieten hat. Das Besondere an dem Standort der RWTH Aachen ist vor allen Dingen, dass die RWTH natürlich eine technische Hochschule ist. Und das bedeutet, dass wir in der RWTH insbesondere und hier an der medizinischen Fakultät Technik und Medizin miteinander kombinieren können. Genau, hier zum Beispiel untersuchen wir die Wahrnehmung von elektrischen Feldern, wie sie zum Beispiel unter Hochspannungsleitungen stattfinden. Und da haben wir hier eben eine sehr kontrollierte Umgebung, in der wir das experimentell sehr gut untersuchen können. Das Besondere an dem Implantatelabor ist, dass hier die Arbeitsmedizin die Kardiologie trifft, somit eine andere medizinische Disziplin. Und diese beiden Disziplinen können ihr Fachwissen bündeln. Implantate sind zum Beispiel Herzschrittmacher oder Defibrillatoren. Ich bin natürlich total gerne Forscherin und auch Dozentin, aber in allererster Linie bin ich Ärztin. Wir sind hier in unserer Ambulanz für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin und hier sehen wir unsere Patientinnen und Patienten. Wir sehen die Patientinnen und Patienten zum einen zur betriebsmedizinischen Vorsorge, wir sehen sie im Rahmen von Gutachten, aber auch im Rahmen von Konsilen. Es ist zum Beispiel so, dass die medizinischen Kliniken hier in unserem Haus Patientinnen und Patienten mit bestimmten Symptomen oder Erkrankungen haben und uns dann um unsere Expertise fragen, ob es hier einen Zusammenhang zum Arbeitsplatz gibt. Ich kann lernen, ich kann forschen, ich kann Patientinnen und Patienten versorgen. Ich kann also meinen ganzen Traum einer medizinisch-akademischen Karriere an diesem Institut verwirklichen.